Glävias Strahlen folgend wanderte ich als weißer Hirsch durch die Wälder Thrakias bis nach Asia, lebte unter den alten Faunen und Saturn, den Geistern der Wildnis, und sah die tumpen und unehrlichen Handlungen der Menschen. Ich sah Teufel wartend auf die Seelen von Erhängten, welche nur ein paar wenige Münzen für ihre Familien gestohlen hatten. Ich sah Kinder zu Grabe getragen werden, deren geglaubte Väter in der Menge weinten, und sah Kinder getauft werden, deren Väter in Wahrheit die Messen lesenden Priester waren. Ich sah Familien hungern, während unter ihren Hütten Töpfe voll Gold, Beute vergangener Schlachten vergraben waren, und Ahinadabs Schiff gestrandet an der asiatischen Küste, wo Engel auf die Geister der Ertrunkenen warteten, sie in die jenseitigen Reiche zu führen. So mögen Jahre verstrichen sein, Zeit bedeutete mir wenig, wenn ich Glävias Glanz folgte, aber ich spürte nun erstmals wieder etwas, das mir vorher unbekannt gewesen war. Ich spürte erstmals in meinem Leben Alter, als ich eine seltsame Begegnung hatte, denn eines Morgens fand ich in meinen Wäldern Zelte von Menschen vor, prunkvolle, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte, und erstmals wieder packte mich die Neugier. Ich durchwanderte das Lager der von Glävias Glanz in tiefen Schlaf Verfallenen und fand in einem Zelt einen prachtvoll gekleideten Mann, gequält von schlimmen Träumen. Es müssen die drei Schicksalsmütter oder Fortuna gewesen sein, die mich an jenen Ort bestimmt hatten. Denn der mächtige und doch so gequälte Mann war kein anderer als Theodosius, Kaiser von Ostrom, welcher unter schwerem Kummer litt. Denn sein Sohn Arkadius und seine Tochter Flacilla waren gestorben. Seine Tochter Lixinia und Enkelin Eudokia von den Vandalen geraubt. Ich wollte ihn verstehen lernen, den mächtigsten Mann und Herrn der halben bekannten Welt. Und es war Mitleid mit jenem großen Manne, welches mich ihn aus deinem schweren Schlaf wecken ließ. Doch ließ mein Zauber auch seine Wächter zu sich kommen, und so stieß ich bald in Hirschgestalt die Tore des Lagers auf und floh unverrichteter Dinge zurück in die Wälder. Der Kaiser aber ließ nach jenem Morgen den sagenhaften weißen Hirsch suchen. Die mächtigsten Jäger des Reiches durchstreiften die Wälder Asias und Thrakiens auf der Suche nach mir. Doch konnte sich mir keiner auch nur nähern, keiner bis auf einen jungen Germanen namens Grisandes, welcher sich am gekontertsten an meine Spur heftete. Neugierig wurde ich nun, was es auf sich hatte mit jenem jungen Manne, und näherte mich ihm in Menschengestalt bald an seinem Lager. Er hielt mich für einen wilden Mann aus den Wäldern und stellte mir viele Fragen über den vielbesungenen weißen Hirsch, welche ich lachend und doch stets wahrheitsgetreu beantwortete. Und auch ich erfuhr viel über Grisandes, der mit dem hungernden Waldmenschen aus Barmherzigkeit seine garges Mahl zu teilen bereit war. Aufgewachsen als Kind des Vandalenherzogs Mataimo von Suarez, in Wahrheit Sohn König Geserikis, vertrieben aus der Heimat von einem eifersüchtigen Adligen namens Frau Lukias, aufgenommen im Hof des Kaisers in Byzantium und dort arbeitend als Stallmaid, denn, und dies verwunderte mich zutiefst, Grisandes besaß den Körper eines Jünglings, doch die Seele eines jungen Mädchens und hatte die Gewohnheit angenommen, die Kleidung einer Frau zu tragen und als Frau unter Frauen zu leben. Welche seltsame Fügung Fortunas, wunderte ich mich, doch waren die Schicksale, welche die Götter den Menschen aufgaben, zuweilen ungewöhnlich und oftmals undurchschaubar. Und Grisandes hatte in seinem oder ihrem jungen Leben bereits viel Unrecht erfahren müssen. Fliehend musste Grisandes vom kaiserlichen Hofe, denn die Schwester des Kaisers Pulcheria hatte die Kaiserin Athenais beschuldigt, einen Geliebten bei sich beherbergt zu haben. Und als man in den Quartieren ihrer Dienerinnen suchte, fand man Grisandes als Frau Arvaina Fleta lebend und verdächtigte ihn, sich der Kaiserin verboten genähert zu haben. Nun hatte sich Grisandes auf seine Jugend als Jäger besonnen, um beim Kaiser durch eine Großtat seinen Ruf reinzuwaschen, denn der Herr des Ostreiches hatte jenem, welcher den weißen Hirsch brächte, große Belohnung und Erfüllung der größten Wünsche versprochen, und alles, was sich Grisandes nun noch erhoffen konnte, war ein Überleben als geduldeter, womöglich gar wohlhabender, aber in jenem Falle freier Eunuch. Viel hatte er auf seiner Jagd erdulden müssen, hatte die Zentauren und Silene besucht, war gar einem Drachen oder einem großen Schlangengeist begegnet und hatte am Ende eine wandernde Fee gefunden, welche ihn zielsicher auf meine Spur gesandt hatte, stets dem Morgenglimmen folgend. Wer konnte diese Fee sein, eine Freundin oder Feindin? Eine der neun Schwestern Abalons oder meine geliebte Glävia gar? Ich war neugierig, doch fand bei Grisandes keine Antworten, dennoch ersann ich seinen Plan, dieser reinen Seele zu helfen. Ich ließ Cavacanthos einen phrygischen Apfelbaum pflanzen und wässern und diesen mit Dilvio Delvos Kraft rasch wachsen, bis er eine einzige, besonders große und schöne Frucht trug. Ich nahm die Gestalt eines lykischen Händlers an und übergab den Apfel eines Morgens dem Kaiser, als dieser auf dem Weg zu seiner Kapelle war, um zu beten. Der Kaiser bestand darauf, mir 150 Solidi zu zahlen, welche ich größtenteils den Armen spendete. Dann ging ich zurück in die Wälder und ließ mich als weißer Hirsch von Grisandes stellen. Dreimal umschritt er mich gegen den Sonnenlauf, um den Waldgeist in Hirschgestalt zu bannen. Welch tölpelhafter Plan!
Clivia konnte nicht jene Fee gewesen sein, eher noch eine unbekannte Feindin. Trotzdem gab ich mich zahm und folgte Grisandes, der mich vor den Kaiser Theodosius brachte, wo ich mich vor den Augen des Hofstaats in einen Menschen zurückverwandelte. Der Cäsar selbst hielt seine Leibwachen zurück, denn er erkannte in mir den Mann, welchen er meinte, in seinem Traum erblickt zu haben, und bat mich, ihm diesen zu erklären. Er habe einen wilden Mann gesehen, welcher dreimal gelacht habe. Über einen Jäger, über Bettler, welche vor einem Tempel um Almosen baten, über einen Diener, welcher seinen Herrn dreimal während einer Messe mit der Peitsche schlug. Dreimal lachen musste nun auch ich, denn dies waren Dinge, die ich bei meinem letzten Wandel unter den Menschen erblickt hatte. Und es war bitteres und trauriges Lachen gewesen, als ich die Bettler erblickt hatte, denn sie waren es gewesen, welche auf vergrabenen Zöpfen voll Gold gestanden hatten. Und es war bitteres Lachen, da das Gold verborgen war unter den Füßen des Knappen. Und es drei Schläge waren, wie der Herr einer der Soldaten gewesen war, welche den Schatz dort einst verborgen hatten und nun Buße tat für seine drei Sünden, Gier, Mord und Feigheit. Da er obgleich das Volk hungerte und er um seine Tat wusste, sie nicht zugeben und das Gold teilen wollte. Der Kaiser ließ den Mann holen und er gestand die Tat, während die Beute geborgen und den Armen Almosen gegeben wurden. Das dritte Lachen, so erklärte ich nun, hatte Grisandes gegolten, da er für meinen Mann gehalten worden war, welcher der Kaiserin aufgelauert hatte, während er doch in Wahrheit eine Frau war, die der Kaiserin hatte helfen wollen. Man untersuchte Grisandes, und zu dessen eigener Verwunderung hatte ich ihm wirklich den Wunsch erfüllt, ganz eine Frau zu sein, und man ließ ihn frei und gab ihm einen Platz an Hofe beim Kaiser, welche mit Iwena Fleda bald mehr als eine Freundschaft verband. Wer aber war es dann gewesen, der in den Gemächern der Kaiserin gesehen worden war? Ich bat Theodosius, nach dem goldenen phrygischen Apfel zu suchen. Tatsächlich aber gestand die Kaiserin, ihn verspeist zu haben. In Wahrheit aber fand sich der Apfel bei Theodosius' bestem Freund und Ratgeber Paulinus, welcher ihn als Geschenk von der Kaiserin erhalten hatte und so als der wahre heimliche Geliebte erkannt war. Ich prophezeite nun, dass Theodosius' Tochter und Enkelin lebten und Lizina freikommen, aber Eudokia Hunarikis, den Sohn des Geiserikes, heiraten und Mutter des zukünftigen Vandalenkönigs werden würde. Paulinus wurde hingerichtet, Athenaia ging in die Verbannung nach Hierosolyma und ich beschloss, mich ihr anzuschließen, hinterließ jedoch am Kaiserhof eine hebräische Inschrift, denn ich hoffte, in Hierosolyma von einem ganz bestimmten Menschen gesucht und gefunden zu werden.